Hallo und herzlich willkommen bei Shadow Warriors 2 zusammen mit Arcanis. Hi. Und Special Guest Till aka Hammerhead. Hallo. Sind wir dabei, die Weihnachtsmission hinter uns zu bringen. So, ihr beide wart schon mal hier drin, das heißt, ihr könnt mir sagen, was hier jetzt abgeht. Einfach die Gegner töten, die markiert sind. Okay, wir sind irgendwie auf der Suche nach Geschenken. Ja, und die werden von Gegnern bewacht. Okay. Und die sind alle geschmückt wie Weihnachtsmänner, ne? Da vorne sind sie, ja. Wollen wir sie ein bisschen hinterlocken lassen? Hier sind ein paar Fässer, die explodieren können. Ja, die sind an ihr Geschenk gebunden. Ach so, okay. Ach so, die Geschenke gilt es dann logischerweise zu holen. Ui, hat er bei euch auch gerade so ein Breakdance gemacht? Ich hab mich rumgedreht. So. Letzte Runde haben wir noch ein bisschen unsere Waffen upgraded. So, oh. So sieht das erste Geschenk aus. Hier, da musst du das Teil einsammeln. Hier ist noch ein eingefrorener. Na also. Wir können das ja leider nicht tun. Ja. Wir stehen da immer nur wie Bodyguards neben den anderen. Hey! Hui! Mit Luftschlangen! Hey! Hui! Hannibal. Was sind die einzelnen Packungen? Ach, das sind hier die Truhen. Die Truhen sind jetzt Geschenkpakete. Nein, das sind die großen Geschenke. Ach, wie geil. Aber hier die Truhen sind auch als Geschenke verkleidet, das stimmt. Unsichtbare Wand? Hier ist eine unsichtbare Wand. Kommt ihr da durch? Wo, ja. Ich komme hier nicht ins obere Stockwerk, weil hier eine unsichtbare Wand ist. Oh, hast recht. Ja, seltsam. Aber man kann durchschießen. Du musst auf jeden Fall hier aufs Dach. Aber, ja, wie kommen wir dann zu dem Geschenk hier rein? Gar nicht. Da ist auch ein Glückskeks für mich, aber da kommt's nicht. Ah! Komm schon. Quetsch Geschenk dich doch durch. Wir Tatsache, wir kommen da nicht rein. So ein Scheiß. Mies. Oh, Spielautomaten. Ey, die Hammerköpfe sehen echt die Hammerköpfe. Ah, Gott. Ich fand's irgendwie total lustig, als Shadow Warrior 2 angekündigt wurde und dann diese Gegner da waren. Da kam ich mir ein bisschen geehrt vor. Nur für dich. Ja, ich weiß. Für wen denn sonst? Wir sind irgendwie an ein paar Gegner vorbeigesprungen, yeah! Kann das sein? So, oh, nö, vielleicht sind die gerade gespawnt. Die sind aufgetaucht. Ja, klar. Der große ist meine, der Elite. Okay, ich versuche uns zumindest ein bisschen den Rücken frei zu halten. Ah, Christoph kommt schon. Top. Boah, was so. Der für ein Loch in der Brust hat. Dieses Spiel ist so herrlich brutal. Es ist einfach nur schön. Oh, bam. Geht down. Okay. Ah, guck mal, der Dicke. Ja. Ich gehe mit dem Schwert rein und mach mich unsichtbar. Ja, ich bin unsichtbar. Ja, danke, ich bin gleich am Sack. Ja, mach du das mal, gell? Nee, warte, ich hol ihn mir. Zack, weg ist er. Ich liebe dieses Schwert. Das Schwert mit den Runen ist so genial. Das Exil oder wie? Ja. Ja, hast das du... ist echt strong. Ich hab's mir geskillt. Ich weiß auch gar nicht, ob das die Standardskillung ist. Da kommt noch jemand. Eine Kralle. Ah, ich hab's. Die Skillung ist so, dass wenn ich Gegner hitte oder töte, ich eine prozentuale Chance habe, unsichtbar zu werden. Ja, die ist Standard. Das ist genau. Mega geil. Und ich find's richtig genial, weil es teilweise wirklich in der Kombi geht, angreifen unsichtbar, angreifen unsichtbar, angreifen unsichtbar. Ist vielleicht manche sagen ein bisschen lame, aber ich find's Spaß. Geil. Ja. Ich habe jetzt auch die uralten Knochen gefunden, die als Waffe verarbeitet sind, die sind auch mega strong. Welche? Sind halt alte Knochen, gell? Ja, uralte Knochen. Ah. Ah, kenne ich, ja. Ja, alles die hier. Klar. Wow. Wo bist du? Ja, genau. Mega geil. Die Waffen sind auch gar nicht so ausgelegt, dass man die erst ab einem gewissen Grad erreicht, sondern man kann die Waffen ja wirklich immer und überall finden. Ja. Ganz cool. Und ich hoffe echt, dass ich mal die Pistolen bekomme. Oh, ich bin falsch gelaufen. Ja, wir müssen hier zurück. Oh, da oben, auf dem Dach. Ach so, ihr seid noch ganz woanders. Oh, ja, ich glaube, ja, wir sind gerade alle ein bisschen falsch gelaufen. Üble Kralle sind wir halt. Glückskeks, wo bist du? Hier irgendwo soll ein Glückskeks sein. Oh, dieses fette Bein. Okay, dann nicht. Sollte mal die Zehennägel schneiden. Das hat auch keinen Sinn mehr, wir schneiden direkt das ganze Bein ab. Looks like this is in your day. Ja, stimmt. Keine Arbeit mehr zum Nachschneiden. Oh shit. Also jedes Mal. Ich glaube, ich habe mich mal ein bisschen zu vielen angelegt. Egal, Rage Mode. Boah, das ist ja widerlich. Wenn du vor dem stehst, ah, jetzt habe ich ihn geschockt endlich.
Ey. Doch, nicht zu. So hart zu hitten, Mann. Ich brauche noch mehr Gegner. Habt ihr noch einen? Der dicke hier. Ja, down. You know what's funny? You're full of holes. Da, noch einer down. Oh, das war's, oder? Hier ist ja, das wir müssen irgendwie. Genau. Au! Ja, danke. Hier fliegt alles in die Luft. Ja, ja, ich sollte immer am besten nicht den Rücken zu drehen. Ist es ein Boss oder. Na, ist es ein Boss hier links in der Wand? Hä? Ich würde sagen, den klären wir dann, oder? Wo? Wir sind hier irgendwo links durch. Ah, in das Gebiet kommen wir dann ja noch später im Laufe der Mission. Ja. Ja, das ist der Endboss wahrscheinlich. Wie immer, wir müssen erstmal vor ein das Tor laufen sein. Und dann zu merken, dass wir einen Schlüssel dafür brauchen. Hier ist wieder das Geschenk. Ich bin nicht immer bei dem Geschenk und nicht bei den Gegnern. Ja, das kennen wir ja. Ich von der anderen Seite auf. Hier sind zwei kleine Geschenke. Warte, Schulz Geschenk gerade. Bist du hoch aufs Dach? Nö. Oh, nee, du bist nicht aufs Dach. Ja, da lang. Ja, genau. Und jetzt einmal drumherum. Ah, hier ist ein Boss. Ja, genau. Dann das wartet mal, holt noch das zweite zwei Geschenk. Cool. Zwei kleine scheinbar, ja. Okay, gut, ich gehe dann direkt mal mit Rage Mode. Ne? Wie kommt man denn da hin? Nee, da kommt man nicht rein. Da kommt man. Wir müssen erstmal alle Geschenke hier einsammeln und dann kommen wir ins nächste Gebiet. Ah. Wow, Hotline Miami Zeichen. Hä? Easter Egg! Easter Egg! Ich hab eins! Wo bist du? Wo bist du? Hier, hier! Boah, dieses Straßen. Kennt ihr Hotline wow. Miami? Ach, da bist. Ach, das bist du! Kennt ihr Hotline Miami? Nein. Boah, das ist so ein cooles Spiel, das kann ich dir auch nur empfehlen. Das ist das Zeichen. Achso, das Miami. Hier? Dieser Kreis mit den drei Streifen drin. Sieht aus wie bei Candle. Sieht aus wie bei Candle. Jetzt hat er ein Kreuz drin. Oh, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass Hotline Miami und Shadow Warrior vom gleichen Entwickler ist. Bitch! Viel zu viele Brüste. Zu viele Brüste. Ey, die sind weihnachtlich eingepackt. Jetzt hör mal auf, ja? Die ganze Zeit ist zu schwer darüber, dass sie nichts anhaben. Also ich finde das sehr erotisch, ne? Diese nee, ich muss halt nur aufpassen, dass ich keine Strikes kassiere. Ich meine, es ist doch nett, wenn die auch mal was Elfen anhaben. Spielen. Ne? Wir sind halt Santa Claus und bestrafen die Unartigen. Bösen Mädchen. So, können wir jetzt hier hoch? Ja. Ah, über die Dächer. Super. Ah. Komm nicht über den Baum. Nicht dein Ernst, oder? Oh! Hier ist gerade irgendwas gespawnt. Weihnachtsmänner! Ein Lang da links, oder? Muss da links sein. Oh. Natürlich. Komm, nächsten. Oh, wo ging der denn hin? Ah, okay, du bist schon mal dabei. Ja, ja, ich konnte wie gesagt nicht über den Baum hüpfen. Ich musste über welchen ein Baum? Zurück und drumrum. Ey, auf dem Dach, wo du auch warst. So, hier ist ein riesengroßes Tor, wo du durchlaufen kannst, gell? Ja. Oh. Ich meine da, dieser Baum, wenn du den genau wissen willst. Gerade leider nicht die Zeit. Oh nein, ich habe schon wieder so einen Glückshex in einem Haus drin. Au, au, ich nehme Damage. Ja, ich nehme Damage. Ich will hier raus. Du hast die Hälfte der Leben verloren. Let's go durch Gift. Das wurde sein Fehler. Ach stimmt, ich habe noch gar nicht darauf geachtet, gegen was die immun sind und was nicht. Boah, wir hatten diese Rauchwolke, diese grüne immer wieder. Ich. Die Giftwolke. Ich. Man verliert ja schon fast den Gegner aus der Sicht. Ja, der springt auch ein bisschen buggy durch die Gegend, finde ich gerade. Ja, mir kam es auch so vor, aber gut, dass es bei dir auch so ist. Oder nicht gut, dass es bei dir auch so ist. Eigentlich kommt das ja dann von dir. Nee, so Alter. Langsam, so leicht lasse ich das nicht auf mich abwälzen. Ja, ich habe mehrere Raketen in den geschossen. Jedes Mal ist er verschwunden, nachdem die Rakete in ihm eigentlich reingeflogen ist. So wie als ob, nee, du triffst mich nicht. Ach nee, du triffst mich nicht, ich wäre ja sonst tot. Guck mal, da hinten ist noch einer, hier. Was macht der denn da? Okay, dann machen wir das fast mal kaputt. So. Der macht nichts, der hat nur das Geschenk hier oben bewacht. Mit seiner Oh. Ernsthaft? Ich komme hier die Mauer nicht hoch. Ja. Ah, jetzt. So, jetzt hier. Haben wir noch eins. Gut, du hast da drüben das Geschenk ausgepackt und du brauchst es hier nicht auspacken, oder was? Doch, doch. Sehr lustig. Muss ich noch. So. Ah, okay. Ah, perfekt. Weil der Pfeil verschwunden ist darüber. So. Oh, ich habe den Weg zum nächsten auch schon mal halbwegs freigemacht. Boah. Das lohnt doch.
Hier? Oh! Jetzt ist das Tor offen, jetzt können wir weiter. Ah, du läufst auf der anderen Richtung entlang, okay. Hat mir da eben schon einen Boss? Da war eben noch ein kleiner Boss. Egal. Ach, die Bosse könnten auch die... Oh! Neue Gegner! Bösen sein. Hammerheads! Na, die sind keine große Bedrohung, also. Ihr Söhne, ihr habt meinen Namen geklaut. Noch irgendwo einer? Hört doch was. Nette Umschreibung. Ach so, das ist mal wieder hier das Hologramm. Okay. Wollen wir direkt durchrennen zum... Ah, nee. Da links. Okay. Ah, ganz viel so. Auspacken. Akanis, komm mit. Ab zum Endboss. Oder Zwischenboss oder Elite. Der Zwischen-Endboss. Oh, da steht er. Das ist ein Zwischenboss. Aha. Ich mach einen Rage-Mode. Immun gegen Kälte, Kältewiderstand. Naja, ich greife trotzdem mit Kälte. Strom auf der Waffe. Nee, mit Feuer. Okay, ist down. Also der war schnell weg. Ja. Ich bin im Rage-Mode. Na, das wird's erklären. Glückskeks. Pünktlichkeit ist die Tugend der Gelangweilten. Hey, wo springt denn der hin? Der will fliehen, der will fliehen! Ah, nicht mit mir. Oh ja, der war nice. Okay. Oh, Feuerwerk. You get the way. Hier immer Hasen, Himmel, ne? Hasen. Seid ihr nicht weiter mitgekommen? Hä? Doch, schon. Also doch, nee. Wir sind hinter dir. Also ja, ich bin ein bisschen weiter unten. Hasenfürst! Wow. Ich komm zu euch! Ja, ja, werd mal selber damit fertig. Das Vieh macht sau viel Damage. Ja, jetzt aber auch down. Okay, top. Ih, habt ihr das da gerade gelegt? Das dicke Ding hier? Ja. Ja, die Elite-Kralle. Ja, sorry. Deswegen habe ich ja gefragt, wo ihr auf einmal hin seid, weil ich mich mit der Kralle anlegen wollte. Und dann habe ich es halt einfach alleine auch getan hast, also... Ja, genau. Habe ich es einfach alleine weggemacht. Obwohl, die hat schon wesentlich mehr ausgehalten. Hey, da ist noch was. Gegner. So. Good ah, hier ist noch eine. Noch ein Glückskeks. Kekse fressen. Yeah. Ein Mensch, der nicht selbstständig denkt, denkt überhaupt nicht. Hier ist noch ein fetter Weihnachtsmann-Tumor. Ja, wo bist du? Hey, was meinst du denn? Brücke. Da geht's zum Boss, Boss. Oh, der hat voll gefurzt, alter Schwede, stinkt der. Ja, aber übelst. Boah, gegen was ist der im, schwach? Feuer? Feuer verletzt. Ja. Das heißt, ich könnte eigentlich mit meinem Schwert auch reinrennen. Ist er einfach jetzt. Ja! So. Oh, die kommen hochgesprungen. Hinter euch, die Krallen. Au. Wo ist er? Beim Christoph sind sie. Sehr schön. Konnte man sich verwandeln? Geh einfach zu. Ihr wisst, mit STRG kann man die übelst coole Ninja-Landung machen. Was? Mit STRG? No, einmal STRG drücken und dann macht man die übelst coole Landung, wenn man halt in der Luft irgendwo runterspringt. Deswegen würde ich sagen, hier runterspringen und dann Ninja-Landung. Auf den Gegner oder davor? Ja, irgendwo hin. Mach den Schaden. Wow, ich roll mich einfach nur ab. Ja, du kannst, du beschleunigst nach unten schneller. Ja, ja, aber du machst kein Damage oder sowas. Nicht gedrückt halten, einfach nur ganz kurz drücken. Ach so, okay. Dann machst du eine coole Landung. Das kannst du auch einfach machen, wenn du hier einfach Doppelsprung nach oben. Dann siehst du das. Ich glaube, man merkt so ein bisschen, dass wir zu dritt in der Welt mit Schwierigkeitsstufe 2 sind, oder? Ja, doch, oder? Lol, die Hasen können übers Wasser laufen. Jesus Hasen. Krasser Shit. Ein Elite-Hammerkopf. Wo denn? Bin tot. Okay, in den, ja, weiß nicht, den Tumor, dafür rentiert sich der Rage-Mode noch nicht mal. Den kannst du dir aufheben für. Hast du schon wieder Rage? Ja, klar, ununterbrochen. Wow, ich krieg hier gerade mal brutal Damage. Im Rage? Nein, ich bin nicht im Rage. Ganz ehrlich, für so einen Tumor setze ich nicht den Rage aus. So, weg ist er. Stinger hier oben. Ding-a-ling-a-ling. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Erledige die Fröstel-Rudolfs. Ah, und beseitige Krampus, den fiesen Santa. Also,
der ja. Linie folgen. Einfach der Linie auf dem Boden folgen, genau. Bei dem Endboss waren wir eigentlich gerade, das war über die Brücke. Hoch, ich hab gedacht, der Schneemann wäre ein Gegner. Aber hier sind wieder Hasen. Wo sind die Hasen? Hier irgendwo sind sie. Hey, could you put an apple on your head? Da sind sie. Lass mich raten, nee, ich hab's gewusst. Du bist beim Endboss und der Chef, der das sehen will, steht nicht davor. Wo seid ihr denn? Yeah. Oben? Oben, ja. Folge einfach dem auf der Map. Warum komm ich da gerade nicht? Oh, ich hänge im Baum fest. Verletzbar durch Feuer. Genau. Oh. Stupid bitch! Weiß okay. Oder der da. Ich hab grad das so ein paar. Hi. Warum stehst du so breitarmig da? Dolz am Arsch. Ich will dich umarmen. Komm her. Hört ihr mich? Ja. Natürlich hören wir dich. Okay. Obwohl, es geht eigentlich. So krass sind die gar nicht. Sind hast nur noch du die zwei. Mission schon abgeschlossen? Ich nicht. Ich hab eben warten müssen, habe ich schnell mal getestet und war sich vorbei. Ja, geht relativ schnell, aber ist trotzdem ganz cool. Alles klar. Dicke Schuhe. Siehst du den Weg, wo du lang musst? Ich sehe nur, wie du die ganze Zeit im Kreis hoppst. Nee, nicht da lang. Einfach, folge einfach der Linie. Ich gehe mal mit runter. Ja, du rennst in die verkehrte Richtung. Siehst du die Anzeige? Bei mir geht's hier lang. Ja, dann kommt einfach hoch, ja. Und ich skill derweile mit ein paar Points. Hä? Der Weg, der ist aber auch brutal komisch, wenn mir angezeigt wird. Ich folge exakt den Punkten, die sie mir anzeigen. Ja, ich weiß, deswegen sag ich, du läufst falsch. Ich muss hier die Treppen hoch jetzt, genau. Jetzt stimmt der Weg auch wieder. Okay, das Navi ist also nicht allzu toll. Nee, es zeigt dir einen Laufbahnweg an, nicht mit Abkürzung. Wow, ich bin im Kreis gelaufen. Ja, sag ich doch. Alles klar, jetzt bin ich auch da. Wieso tauchen jetzt schon wieder Gegner auf? Ja, hinter uns, ja. Aber die sollten kein Problem sein. Gatling Gun! Killing you guys is wrong. I don't wanna be right. Oh, ich liebe dieses Maschinengewehr. Ja, es ist nur schade, also nimm eine Feuerwaffe, es ist nur schade jetzt um den Endboss hier. Warum? Weil der gleich in 3 Sekunden tot ist. Rage Mode! Ganz genau. Rage Mode! Boah, guck mal wie schön! Oh, er beschwört irgendwas! Okay. Ja, Gegner. Die auch gleich down sind, oder? Natürlich. Ja. Das Tolle ist halt, ich hab Feuer im Gehen. Und die kriegen Feuerschaden. Okay. Was ist aber gegen Gift? Immun oder? Oh. Immun. Okay, also Widerstand gegen Gift und dergleichen. Ah, okay. Nee, Gift gar nichts. Tot. Wow. Ey, ich hatte nicht mal Rage Mode an. Dieses Feuer im Gehen ist einfach so legendär. Oh, ich hab Schwerter bekommen. Was ein Wunder. Und ein Glückskeks. Ich sogar zwei. Aber wenn ihr die Mission abschließt, kriegst du das beste Schwert von allen. So, was habe ich denn jetzt für ein Schwert bekommen? Ich habe die... Oh, was ist das denn? Ich habe den Blizzard bekommen. Ja. 86 Grund-DPS. Mit einer Klinge, die dir gibt, 15% Ice Nova mit 10 Mal bei Tötung Schaden zu wirken. Okay, klingt ganz gut, aber was? Ganz ehrlich, 177er Exil ist deutlich besser. Ja, die machen so an sich schon ziemlich schön viel Schaden. Die frosten halt den Gegner auch ein und machen ihn direkt Frostschaden. Ja. Das ist auch einfach diese Sammelleidenschaft, jede Waffe besitzen zu müssen. Ja. Oh, hier ist was gespawnt, kann das sein? Ja. Ja. Boah. Wow. Meine FPS gehen gerade mal brutal in den Keller. Obwohl ich ein OBS trotzdem noch 30 angezeigt bekomme. Okay, dann sollte es ja nicht so schlimm sein eigentlich. Ich verliere beim Nahkampf irgendwie immer die Übersicht. Das ist, weil du ununterbrochen im Rage-Boot bist. Au! Au, danke. Oh, ein dicker Tumor. Er ist kein Tumor. Was haben wir denn da? Komm, wir nehmen einfach mal Gift. Widerstandsfähig. Nehmen wir das einzige, gegen was er widerstandsfähig ist.
Hinter dir steht noch eine. Oh. Boah. Okay, zum Glück kann ich das zwischenwaffern. Unsichtbar, haha. Ist damit schon der Boss dabei? Den habe ich gerade noch nicht. Der war mit dabei, okay, ja. Ich habe mich einfach nur hinter die Massen gestellt, Rage-Mode angemacht und eine Schockwelle nach der anderen durchgejagt. Ja, ich wollte eigentlich auch noch meinen Rage-Mode anmachen, schade. Wir brauchen dringend einen höheren Schwierigkeitsgrad. Glaube ist der Tod der Intelligenz. Genau. So, was Glaube ist? Noch der Tod der Intelligenz. Das stimmt. Ah, und hier haben wir endlich den Bonsai, den ich mir nochmal angucken wollte. Ich glaube, was? Was? Ich hieß es. Wo ist denn der Glückskeks? Auch jetzt ernsthaft da oben? Nee, den hol ich mir nicht. Wir sind fertig, ja, alles klar. Okay. Und wir haben die 21 Minuten voll. Das heißt, wir haben die Center-Folge genau in 21 Minuten geschafft. Juppa. Yay! Hey, wahrscheinlich doppelt so lang, wie die meisten dafür brauchen. Dank des tollen Navis. Dann hoffe ich, ihr habt Spaß dabei gehabt. Wir porten uns jetzt wieder zurück und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!